Hallo und willkommen zurück zu Lords of Xulima und wir werden jetzt hier wieder weiter den Rest der Zone erkunden. So viel ist da ja nicht mehr. Und gleichzeitig da auch die letzten Dämonen vertreiben. Und mit vertreiben meine ich natürlich alles umbringen. Wie man das dann noch so ein, zwei Gruppen sind. So, Schutz, Inferno, Feuer, Fuck, Bullet und Inferno. Dann holen wir uns hier noch ein Walwett dazu. Mana Drain. Oh nein, hat er getroffen. Machen wir hier mal die Regeneration. Zack. Werde ich jetzt hier auch mal wieder ein bisschen Mana sparen. Auf den Wert können wir natürlich runter entsprechend. Aber hier machen wir jetzt noch einmal Inferno und dann würde ich mit der einfach nur noch hochsaugen. Der kann gleich ein paar Mal regenerieren. So. Da müssen wir aber mal die Blutung runternehmen. Jetzt habe ich hier doch nicht hoch regeneriert. Naja. Wieder einen so ein Dingern. Ich spare die mal. Nicht, dass ich die doch noch für irgendwas abgeben muss. Aber es kommen, glaube ich, keine Quests mehr. Naja, dann spare ich die halt nicht. Dann halt nichts. Kann der wieder haben. Blub. Damit haben wir jetzt wieder auch mehr Tragekapazität. Einmal Regen. Ah, und die Gegner sind ja alle Matsch. Jetzt haben wir noch irgendwo Stationäre. Ich glaube, die hatte ich schon aufgeschrieben. Ja.
Kräuter, Nahrung. Laufen wir erstmal hier in den Süden das noch ab. Aha. Ausgeglichen. Stärke. Die Hunde nochmal, okay. Die können durchkommen. Ich habe keine Angst vor euch. Der Boss wird mit der Beute aus diesem Raubzug zufrieden sein. Wie war das gleich nochmal? Norgol? Oder war es K-A-N? Oder gar beides zusammen? Ich muss so lange versuchen, bis es klappt. Warte, was war das für ein Geräusch? Verflucht, sie sind bereits hier. Aha. Norgol kann. Das ist wahrscheinlich unser Eingang für die Diebesgilde. Da sind die Hunde auch schon. Bisschen schneller. Okay, wieder dasselbe wie beim letzten Mal. Dann schaue ich mir das gerade auch wieder auf. Das ist der 32. Kampf jetzt. Wenn ich jetzt hier nicht so blöd wäre. Zu blöd wäre, um das richtig aufzuschreiben. So, jetzt kämpfen. Okay. Ist mir lieber als I am your master. Inferno. Ratschipü. Die Kleinen, die werden sowieso extrem schnell hops gehen. Da werde ich einfach mal die Liebe verteilen. Inferno. Und Golot. Da. Quatsch. Da machen wir einmal Schutz für Elementen, damit das Blitzeln nicht so stark wird. Der lebt noch. Einmal Mana entziehen. Abwarten. Rutsch. Okay. Einer fehlt noch. Sehr gut. Perfekt. Also, jetzt können wir die restlichen noch umbringen. Zack. Der hat nichts mehr zu tun. Und keine Mana mehr. Geht noch einmal Inferno. Schön. Schön gleichmäßig verteilen. Er kann regen.
Spell ist schon extrem nice. Und alle kaputt. Schön viel Erfahrung. Und ein Stufenaufstieg. Dann machen wir den doch. Fünf Skillpunkte. Fallen entschärfen auf Maximum. Der macht mal... Oder soll der jetzt die Meditation nehmen? Ich mach mal die Sachen erstmal hoch. So. Einmal rasten. Zip. Die hier unten werde ich jetzt auch einfach mal umhacken. Das sollte ja noch machbar sein. Hohoho. Tanaxas. Schutz. Feuer. Bis zu 5 zufällige Gegner. Das ist halt nur einmal Schaden. Deshalb ist das eigentlich ziemlich witzlos gegen normale. Das Problem ist halt, dass der immun ist gegen Inferno. Okay, viel Schaden macht er nicht. Golat, guck mal, wie viel... Na, der wird jetzt vermutlich... Okay, der ist schon stärker. Holla die Waldfee. Dann müssen wir hier mal tatsächlich diese Schriftrolle benutzen. Misslungen, das gibt's doch nicht. Hallo. Aua. Das war unerwartet. Der war doch stärker, als ich angenommen hatte. Jetzt müssen wir leider unten die Kämpfe auch nochmal neu machen, die davor waren. Der geht schon, aber das Problem ist, dass man da die Buffs höher oder schneller hochziehen muss und da bin ich nicht wirklich zugekommen. Na, die Hunde muss ich auch nochmal töten. Na, das ist lästig, aber gut, hilft jetzt nichts. Schutz, Inferno, Gulot.
Inferno. Valvet. Zack. Saugen. Kling. Einmal die Regeneration. Er hat leider kein Gift gesessen, er hat sich selbst zerhackt. Kommt ein bisschen Blutung. Ich glaube, da müsste ich dann auch mal ein bisschen wieder Hitpoints steigern, um gegen die dann solide klarzukommen. Vor allem, wenn dann da von mehrere kommen, werde ich sonst ein Problem haben, nehme ich an. Weg und weg. Okay. Dann werde ich das jetzt hier auch als ersten Schritt machen. Dann geht das nicht an meinen Paladin dieses Mal, sondern dann kann die das essen. Noch was zum Ansammeln. Stärke, das kann aber da nehmen. Sind dieses Mal gar nicht aufgetaucht. Da sind sie. Hundis! Auf ein neues Inferno. Schutz. Inferno. Und Gulot. Hack. 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 Sehr schön. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Gulot. Elementen.
Okay, ist aber nicht so dramatisch. Gulot. Ah. Hier noch eine Regeneration drauf. Sehr schön. Damit haben wir, glaube ich, alle. Noch nicht, jetzt haben wir alle. Alle nacheinander ab. Weg. Jetzt sich selbst getötet. Verdottet. Weg. Da. Okay. Dann haben wir das auch wieder. Und jetzt bekommt der Dieb wieder einen Stufenaufstieg, genau. Dann machen wir hier dieses Mal auch direkt Ausdauer und Geschwindigkeit. Immunität, schnelle Reflexe. Oder Bodybuilding. So. Rasten. Zzzzt. Feuerresistenz. Schön. Das Skelett. Ja. Dämonen. Sehr leicht. Dann machen wir die auch noch. Schutz. Gulat. Einmal Inferno. Gucken, ob das nicht schon zu viel war. Den hier dürfen wir. Ganz links. Das sollte passen. Ganz rechts, aber den hier kriegen wir auch noch rechtzeitig. Sterben jetzt beim nächsten an. Oh, okay, auch. Oder so. Kaputt. Okay. Dann können wir als nächstes noch da unten das fertig erkunden. Da wird halt noch
die Hexenhütte sein. Die werde ich auch noch nicht direkt machen. Oh, hier ist nicht die Hexenhütte. Okay. Dann ist die wahrscheinlich auf der anderen Seite. Schutz. Okay. Na, wenn die jetzt zweimal Entfernung macht, dann sind die schon alle tot, noch bevor die irgendwie drankommen. So. Halte ich mich da mal gerade zurück. Links. Nochmal mit dem. Ah, schade. Okay. Die haben keine Mana. Mitte. Rechts. Ich glaube, den anderen hatten wir aber jetzt auch schon. Ja. Gut, da muss ich jetzt sowieso wieder lange rasten, damit sie mit ihren Gulots wieder nachkommt. Oh, und alles clear. Nochmal 6950. Okay. Damit haben wir wieder 4 Stufenaufstiege. Ja, steigere ich mal hier ein bisschen Ausdauer mit hoch. Bodybuilding. Der hat ja hier auch schon ansonsten kaum noch was, was er steigern kann. Schnelle Reflexe halt noch. Meditation. Ja. Vielleicht sollte ich mit denen dann auch noch Ausdauer steigern. Machen wir mal ein bisschen. Aber die müssten auch Herren des Donners oder den Meteorregen will ich auf jeden Fall fertig haben. Aber das hier müsste ich auch steigern. Ich habe nicht genügend Punkte für. Den nutze ich jetzt eh. Ich ziehe mal den hoch. Damit ich den auch mal schnell im Bereich des Nutzbaren bekomme. Und den Meteorregen, den kann ich beim nächsten Mal mit steigern. Ich lasse jetzt die beiden Punkte übrig. Ja. 175. Hier machen wir jetzt auch einmal wieder Ausdauer. Die ist jetzt 45. Die kann jetzt hier diesen Strahl der Götter lernen.
Würde dann nächste Runde aber auch wieder 5 Punkte brauchen, um das zu trainieren. Wobei, einmal werde ich mir sowieso wieder einen Punkt kaufen können. Es geht dann. Strahl der Götter. Ich wollte aber auch dieses Bleed entfernen noch trainieren. Das hatte ich schon auf 3. Auf 2. Wunden heilen müsste ich noch einmal erhöhen. 15 Wunden sind das noch nicht. 20. Ich spare diesen einen Punkt mal auf. Wobei Meditation schon sehr wichtig ist. Ich bräuchte mehrere Skillpunkte gerade. Die kommt damit nicht aus. Weil dieser Zauber hier einfach so teuer ist. Machen wir so. Und dann haben wir sie hier. Machen wir auch so. Da gibt es keinen Gulot mehr, der ist fertig. Machen wir die beiden wieder. Große Heilung und Wundenheilung. Große Heilung wird verbessert. Und hier wird der Feuerball verbessert. Schön. Lebensabsorption, Lichtstrahl. Ja, das ist halt der Angriff gegen Untote. Ja, der ist schon nicht schlecht. Aber den jetzt auf einen Wert hochzuziehen, wo der tatsächlich mitmischen kann, das würde halt noch 20 Level dauern dann. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Die müsste man halt direkt von Anfang an hochziehen, damit das, damit man die dann nutzen kann. König Kariam. Hier ruht der Leichnam von König Kariam, 112 bis 205, Gemahl von Iandra und Vater von Mergante. Er fiel im Kampf gegen den schrecklichen Dämon Xabraluz, nördlich von Vilak. Müssen wir noch runter. Da ist dann wahrscheinlich die Hexe. Da sind wir entlang gelaufen schon. Okay, da bekommen wir vielleicht Dornsche. Inferno. Schutz. Inferno. Gulot. Ja, die sind jetzt auch schon nicht ganz ohne. Sind die beiden nochmal dran? Au. Der macht direkt eine Massenregeneration an. Die müsste eigentlich sogar noch schneller sein als die anderen, weil die jetzt am Anfang so viele Zauber reinwerfen muss. Oder ich müsste mit dem Paladin den Gruppenschutz anmachen. Aber den Gruppenschutz, Mass Divine Armor, bekommt er mit 49. Ja, wäre eine Überlegung wert, den ab 49 dann zu lernen.
Wenn der dann halt nichts anderes mehr braucht, quasi. Aber der kann halt so viele Skillpunkte brauchen. Naja, ist alles nicht ganz optimal in dem Bereich. Machen wir hier noch einen Nala-Hit hin. Und da gucke ich mal, dass ich erstmal einen aus dem Spiel nehme. Okay, saug, saug, saug. Schwingen. Wobei ja die Nala natürlich auch Gold wert ist. Weil diesen Blutungen einfach mal wieder entfernen. Aber ich bin halt dieses Mal gar nicht dazu gekommen, den Schild zu verbessern, also meinen Schutz zu verbessern. Lang genug, genug Mana. Okay, weg. Weg. Auch weg. Sehr schön, da haben wir noch so ein Horn. Dann können wir die Quest auch abgeben. Ah, toll. Worte einer unbekannten Sprache wurden in den steinernen Altar gemeißelt und du kannst nur einige Buchstaben entziffern. Ozen. Schauen wir das hier auch noch auf, der Vollständigkeit halber. Ozen. Weltkarte. Ancient Ruins. Das ist dieser Tempel. Ah, doch klar, die Hexe, die hatte ich ja schon umgebracht. Da oben die Hexe fehlt noch dann. Der Weg nach Vilak, den gibt's gar nicht mehr, oder? Doch, da ist auch noch ein Weg, wo ich hin könnte. Da unten, das war jetzt noch abgesperrt. Da muss ich auch noch hin. Ganz unten war ja dieser etwas schwerere Gegner. Den lasse ich auch erstmal außen vor. Wir könnten aber gerade noch mal Kräuter vergeben. Feuerresistenz, nehmen wir hier erst noch Ausdauer. Wir brauchen noch Hitpoints, nicht? Bringen wir die alle mal auf 200. 175, dann kriegt die Magerin das. Zack. Fähigkeitspunkt für dich. Energie. Heiligresistenz. Ich glaube, heilig konnte er jetzt brauchen. Naja, kriegt die Magerin.
Feuerresistenz. Für Kleriker. Toxin. Und auch der Kleriker. Okay. Weiter geht's. Ein Grab. Mhm. Ah, da wird auch der Weg von so einer Gruppe blockiert. Okay. Dann werde ich jetzt erstmal in die Stadt und Nahrung sammeln, ein bisschen, und die Sachen verkaufen. Ach, oben können wir auch hingehen. Sammeln wir keine Nahrung. Das ist aber auch falsch. Die Nahrung können wir sammeln. Da war Food. So, Auftrag. Zwei sogar. Jawohl. Nichts gestiegen. Hörner der Dabrutz. Auch nichts gestiegen. Training. 28.800 fürs nächste. Good luck in your mission. How can I help you? Jawohl, dann lassen wir mal schauen. Unfehlbarkeit. Dann gucken wir erstmal, was wir hier haben. Der ist schlechter als den, den ich habe. Das ist auch beides Müll. Das hier sind diese Verkaufsteile. Okay. Dann brauchen wir die auch nicht mehr. Stärke um einen Punkt. Da habe ich noch eine Blume. So. Need a new weapon? Da haben wir tatsächlich noch. Die kaufe ich dann auch direkt. Come back soon. Ich guck mal gerade was nach. Ne, mein letzter Schnellspeicherstand ist mir zu lange her. Wenn ich hier gerade gespeichert hätte, als ich reingekommen wäre, dann hätte ich nochmal geladen und mir zuerst die Handschuhe gekauft und dann die Quest abgegeben. Da hätte ich noch ein bisschen Erfahrungspunkte rausbekommen. Aber jetzt dafür, da den ganzen Teil nochmal neu zu machen, um diese 3% zu bekommen, das ist ein bisschen lächerlich. Okay, ja, das war's dann eigentlich. See you soon. Da haben wir auch bald wieder Stufenaufstiege. Der ist schon 45. Das ist so lange hin, bis der die Mass Armor hat, ist es eigentlich gar nicht mehr. Der hat aber auch gar keine Mana, um das beides machen zu können. Der wäre halt sofort out of Mana, wenn er beide Spells macht. Ist halt im Vergleich echt langsam.
2. Ja, der ist. Da ich sammle gerade dann in der Dingsstadt noch die Nahrung ein, die direkt drumherum ist. Hier oben die können wir noch einsammeln. Hier war doch noch Nahrung. Ah, okay, ne, das hatte ich schon. Nach Velegarn. Da zuckt es zwischendurch mal. Sammeln wir den Krempel hier noch auf. Okay. Noch nicht mal überladen dadurch. Ja, dadurch, dass ich jetzt überall wieder Ausdauer am Steigern bin, erhöht sich natürlich auch das, was ich mitnehmen kann. Schon eine praktische Sache. Schwupp. Schwupp. Na, ja, ich mache die Nahrung aber noch ganz voll. Drehen wir hier gerade nochmal die Runde. Ob der noch irgendwas hat? Des Leuchtens. Aha. Da haben wir einen Dolch der Initiative. Erfordert Dolche 3. Das ist doch ordentlich. Ich habe ja sogar noch ein Buch, womit ich Dolche lernen kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Die benutzt Dolche. Die hat, glaube ich, immer noch ihre Dingswaffe. Ne, die hat gar keine Waffe, glaube ich. Dolche 2. Goodbye. Dann erhöhen wir hier die Initiative noch. Indem wir das Buch lernen. Zack. How can I help you? Zack. Goodbye. Ach, da braucht die noch mehr Stärke und mehr Geschick für. Na, das Geld gebe ich dann da nicht für aus. Die Attribute werde ich dafür nicht steigern. Good day, sir. Okay, den Rest hatte ich aber schon fertig. Da muss ich bloß nochmal die Nahrung einsammeln. Velegarn. Da hat's wieder rumgezuckt. So, den Kram wieder einsammeln.
Und den hier noch. So. Und dann drehen wir mal eine Runde. Das ist natürlich etwas ärgerlich, dass die da den anderen Dolch nicht verwenden können. Sähe natürlich dann anders aus, wenn man wenn ich da irgendwas geben würde, was Attributsboni bringt, aber ich glaube, da habe ich mittlerweile wirklich alles wegrationalisiert. Ich hatte mal zwischendurch Schuhe, die irgendwas gebracht haben. Aber sehr schön. Aber naja. Die hatte 10-10 gebraucht, glaube ich, dafür. Das sind halt 3 Stärke. Welcome to my store. Ja, Stärke und Geschick. See you soon. Tim tim. Mampf. Da brauchen wir gar nicht langlaufen, das reicht immer oben rumgehen. Schwupp. Den Busch hier. Und dann auf den Rückweg noch wieder das bisschen voll machen. Dann kann ich nachher auch, also beim nächsten Mal, auch nochmal gucken, ob ich bei den Dieben reinkomme und diesen Diebestypen umhacken kann. Dann werde ich auch erstmal wieder einen Schnitt machen. Beim nächsten Mal geht's dann wieder weiter mit Devonia. Bis denn!